Markus Bilgeri, Sie nehmen mit einer X99 an der Rundumregatta teil. Was macht denn diese Regatta aus? Ja, das Interessante ist, die X99 ist eine Einheitsklasse, wo wir zu sechst segeln. Und es ist ein Mannschaftssport im Prinzip, das Segeln. Das heißt, jeder hat eigentlich seine Position an Bord, wo er eigentlich vom Ablauf her, von den Manövern her und den Job. Und in der Nacht ist es natürlich noch viel spannender, weil die Manöver im Prinzip im Dunkeln stattfinden und dort eigentlich schon eine gute Mannschaft Vorteile hat, dass es auch blindlings funktioniert. Ist natürlich auch ein Sicherheitsfaktor, weil wenn die Manöver funktionieren, dann ist das natürlich viel einfacher vom Handling her. Und das ist eigentlich die Grundvoraussetzung im Prinzip, um auch rundum an den Start zu gehen mit einer guten Mannschaft oder gut vorbereiteten Mannschaft. Wie muss ich mir das vorstellen, in der Nacht zu segeln? Hat man da Positionslichter oder eine Beleuchtung auf Deck oder muss man da alles im Dunkeln machen? Na, es ist schon so, dass es Positionslichter sind vorgeschrieben. Also es ist ein Top-Licht, es ist ein weißes Rundumlicht am Mastoberteil und eine Vorsegelbeleuchtung, wo fix befestigt ist. Es gibt also zwei weiße Lichter an Bord, dass die Boote auch gekennzeichnet sind. Das Schwierige daran ist, es gibt auch noch die Uferbeleuchtung. Die Straßenbeleuchtung sind auch weiß. Und so muss man dann schon auseinanderkennen, was sind Segelfahrzeuge in der Nacht, was sind Straßenbeleuchtungen. Da wäre natürlich ein Vorteil, man würde die Positionslichter fahren wie ein Bodenseeschifferzornung mit Rot und Grün, dass man auch die Boote erkennt, ob sie auf dem gleichen Bug segeln, also in die gleiche Richtung segeln, oder ob sie gegeneinander segeln. Das ist mit einem weißen Rundumlicht fast nicht möglich. Was sind denn die Herausforderungen, wenn man mit einer X99 unterwegs ist? Das ist ein ganz lebhaftes Boot. Also es ist ganz sensibel auf Trim und auch auf Gewichtsverlagerung, sodass man eigentlich immer, je nach Windverhältnis, wenn sich die Windsituation ändert, immer in Bewegung ist, am Segeln trimmen ist, Mannschaft ins Lee sitzen, also das heißt an die Unterseite vom Boot sitzen oder wenn Winddruck da ist, wieder auf die Luftseite setzen. Und so ist eigentlich immer Bewegung drin. Es ist ein Boot, wo ganz aktiv gesegelt werden muss, sonst ist es auch nicht so schnell. Aber das macht auch das Spannende draußen. Es ist also viel spannender, so ein Boot zu segeln, weil man doch immer in Bewegung ist. Ja.